Am 15. März 2015 gastiert der FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC. Zudem empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Köln am gleichen Tag zum allwöchentlichen Topspiel der Fußball-Bundesliga. In einer kleinen Stadt namens Dülmen in Nordrhein-Westfalen soll es noch am gleichen Abend zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall kommen. Drei Dortmunder Exilanhänger verpassen bei der Rückreise aus dem Westfalenstadion ihren Anschlusszug im besagten Dülmen. Als sich die BVB-Anhänger, die gleichzeitig Mitglieder des Fanclubs Dortmund Eagles sind, auf dem Weg aus der Bahnhofshalle befinden, setzen drei sich dort ebenfalls befindende Schalker zum Angriff an. Woher diese Personen kommen, ist zum Zeitpunkt des Geschehens noch nicht bekannt. Es beginnt eine Schlägerei, bei der die Schalker versuchen, die BVB-Anhänger um ihre Schals zu erleichtern. Dabei wird einem Dortmunder auch eine Gürtelschnalle ins Gesicht geschlagen, wobei dieser im Anschluss drei Schneidezähne verliert. Auf Höhe eines Taxistandes vor dem Bahnhof endet das Geschehen, indem die drei Schalker in eine unbekannte Richtung fliehen und dort mit einem PKW abgeholt werden. Offenbar befanden sich die Anhänger von S04 ebenfalls auf ihrer Rückreise aus Berlin, aber waren dennoch im Gebiet Dülmen wohnhaft. Nachdem die Polizei anrückt und keine weiteren Beweise mehr sicherstellen kann, schaltet sich eine Ermittlungskommission ein, die den Fall aufklären will. Tatsächlich gelingt es nach kriminaltechnischen Untersuchungen, den Fall zu rekonstruieren und drei Anfang 20-jährige Personen im Tatortumfeld als Tatverdächtige zu ermitteln. Und tatsächlich, als diese zum Gericht vorgeladen werden, gestehen sie die Tat und werden daraufhin zu langen Bewährungsstrafen verurteilt. Wie sich vor Gericht herausstellte, holte die Freundin eines Beteiligten die drei Schalker im Umkreis des Tatortes noch in der Nacht ab, erfuhr jedoch nichts von einer Schlägerei. Einer der angeklagten Schalker entschädigte das Opfer mit einer Summe von 3000 Euro als möglichen Schadensersatz für den Verlust von drei Zähnen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.